So, das Mikrofon ist an. Dann können wir ja langsam mal anfangen. Es ist 4:05. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich stelle uns kurz vor, das ist die Veranstaltung, die den schönen Titel trägt, Das andere Geschlecht, Sexismus im Internet. Ich freue mich sehr, zwei Gäste zu haben, die, glaube ich, viel dazu zu sagen haben. Ich stelle jetzt kurz vor, außen sitzt Dr. Klaus Schönberger, promoviert in empirische Kulturwissenschaft und nach mehreren Zwischenschritten inzwischen der Leiter des Studiengangs Theorie an der Zürcher Hochschule der Künste. Zuletzt geschrieben und veröffentlicht hat er Kommt herunter, reiht euch ein, eine kleine Geschichte der Protestformen sozialer Bewegungen. Und zwischen uns sitzt Anna Berg. Anna Berg schreibt für Mädchenmannschaft.net, ist geboren in Heidelberg, hat Linguistik in Berlin studiert und schreibt inzwischen seit 2 Jahren für die Mädchenmannschaft. Offline arbeitet sie als freie Autorin und in einem Verlag. Ich bin Anne Roth. Ich blogge normalerweise gar nicht zu feministischen Themen, sondern eher über Themen wie Überwachung, Datenschutz. Das tue ich seit 2,5 Jahren, seit mein Partner André Holm in unserer Wohnung als Terrorist festgenommen wurde. Also bin ich quasi aus Versehen zur Bloggerin geworden und habe mich mit dieser Identität inzwischen einigermaßen angefreundet, habe aber hier und da noch meine Schwierigkeiten damit. Und zum Thema das andere Geschlecht bin ich mehr oder weniger, naja, nicht aus Versehen, das würde ich jetzt nicht sagen, geraten, aber gekommen, als mir letztes Jahr im Herbst irgendwann auffiel, dass es eine Web-TV-Serie namens Die Meinungsmacher gibt bei DCTP-TV. Und da wurden wichtige Blogger vorgestellt und diese wichtigen Blogger, das waren zunächst 4 Männer. 4 Männer, die sicherlich auch allgemein als wichtige Blogger in Deutschland wahrgenommen werden, sogenannte Alpha-Blogger, aber eben keine Frauen dabei. Und dann dachte ich, also ich würde sagen, ich bin eher so, ich bin über 40 Vertreterin der zweiten Welle des Feminismus, daran gewöhnt, dass man pro forma immer noch irgendwo eine Frau mit dazu nimmt. Aber das ist jetzt in diesem Jahrtausend offenbar nicht mehr so. Und dann habe ich halt so ein bisschen ungefähr diese Haltung auch aufgeschrieben in meinem Blog und das ist dann doch relativ viel aufgegriffen worden. Ich habe dann auch gedacht, naja, einfach so rumpöbeln, dass da keine Frauen mitmachen dürfen, das kommt immer nicht gut an, dann kriegt man total viel Ärger, dass das alles gar nicht war. Dann habe ich ein bisschen nachgeguckt, was stimmt eigentlich. Habe mir beispielsweise die deutschen Blogcharts angeguckt und habe verblüfft festgestellt, dass zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt habe, die erste Frau auf Platz 35 auftauchte. Da dachte ich, wow, das ist ja doch relativ eklatant, dass da überhaupt gar keine Frauen jetzt mehr mitspielen dürfen. Habe mich dann mehr damit beschäftigt und seitdem ist so ein bisschen wieder, würde ich sagen, ja nicht zum ersten Mal, die Diskussion ins Rollen geraten, wer spielt im Netz eigentlich eine Rolle, wer ist wichtig, wer wird als wichtig wahrgenommen und warum, wie funktioniert das alles, wie kommt sowas wie Blogcharts eigentlich zustande. Also in meiner Wahrnehmung sind da jetzt oben keine aktiven Machos unterwegs, die aktiv versuchen, Frauen rauszuhalten. Zumindest merkt man das so nicht in der Form, würde ich sagen. Und das sind auch alles automatisierte Systeme, also da wird jetzt nicht manuell abgestimmt oder sowas, sondern das kommt über die Anzahl von Verlinkungen zustande oder die Anzahl von Zugriffen auf Blogs, also scheinbar ganz rationale technische Auswertungen von Bedeutung. Und dann habe ich angefangen, mir die Frage zu stellen, warum ist das so, dass da so wenig Frauen dabei sind? Und die Frage natürlich dann auch sofort zurückkam, ja, ist das denn überhaupt wichtig und warum ist dir das denn wichtig? Oder auch, ihr müsst einfach bessere Texte schreiben, dann wird das schon. Und daraus sind eine ganze Reihe von Fragen entstanden, die ich selber gar nicht so gut beantworten konnte und mich deswegen sehr freue, jetzt 2 Leute hier bei mir sitzen zu haben, die da einiges dazu zu sagen haben. Und genau dazu wollen wir jetzt gleich kommen. Der Titel der Veranstaltung, Das andere Geschlecht, ist entlehnt von einem Buch, was eine Ikone der zweiten Frauenbewegung geschrieben hat, Simone de Beauvoir, die ein Buch geschrieben hat, das eben genauso heißt, Das andere Geschlecht, Le Deuxième Sexe, wo darauf eingegangen wird, dass es eben keine genetisch bedingte oder biologische Trennung der Geschlechter gibt, wo per Natur festgelegt ist, dass Frauen anders sind als Männer, sondern darin steht der prägende Satz, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Wir werden also irgendwie gesellschaftlich dahin gebracht, wo wir jetzt sind und darüber würde ich mich gerne unterhalten.
Erste Frage deswegen, gibt es sowas wie Frauenthemen? Schreiben Frauen anders? Benutzen sie andere Medien? Benehmen sich Frauen, immer als Tendenz natürlich, mit Ausnahmen, anders als Männer? Ist das an? Ich glaube, dass es Frauenthemen gibt, alleine deswegen, weil sie so eingeteilt werden von außen. Also ich glaube nicht, dass ein Thema von sich heraus ein Frauenthema ist, sondern dass es so eingeteilt wird, dass zum Beispiel Stricken ist dann ein Frauenthema. Bei Kochen bin ich mir nicht so ganz schlüssig. Also es gibt so Kochblogs von Männern und von Frauen. Also ich glaube, es wird eher so als Frauenthema gesehen, aber da kenne ich solche und solche Blogs. Und dadurch kommt dann auch diese oder muss man sich dann damit auch auseinandersetzen, weil in dem Moment, in dem eben gewisse Themen als Frauenthema gesehen werden, ist dann für mich die Frage, äußere ich mich dazu jetzt? Finde ich diese Themen auch spannend? Finde ich sie nicht spannend? Warum interessieren mich vielleicht dann die Männerthemen mehr? Und also deswegen denke ich, dass es diese Themen gibt, alleine weil es so zugeschrieben wird. Naja, das sind natürlich Zuschreibungen zunächst einmal. Und die Frage ist sozusagen, wer bestimmt eigentlich, was ein Frauenthema ist? Und darüber wird ja sozusagen jedes Mal historisch neu abgestimmt mit den Füßen. Was aber vielleicht schon wichtig ist, dass interessant ist, dass ein Thema der Kommunikation ein Frauenthema ist. In dem Sinne, das heißt die Vernetzung von sozialen Kontakten, das sind natürlich auch Zuschreibungen, aber wenn man sich die Zahlen nochmal anschaut, zu was da überall geblockt wird, das sind natürlich erstmal die Aufrechterhaltung von sozialen Verbindungen. Und das ist vielleicht das der Punkt, warum man überhaupt auf die Idee kommen könnte, es gibt wichtige oder weniger wichtige Themen, also wie die Mehrzahl der Bloggerinnen und Blogger, bloggen die meisten gar nicht über publizistische Themen. Sie bloggen sie bauen ihr Netzwerk auf, sie organisieren ihren Freundinnen- und Freundeskreis. Und an der Stelle ist das eben der Punkt, weil es diese, und natürlich auch, weil das Thema in dem Sinne, des Feminismus keiner mehr ist, gibt es jetzt in dem Sinne auch wenig, denke ich, Resonanz für die Themen, die da verhandelt werden. Aber ich würde mich weigern zu sagen, es gibt Frauenthemen und nicht, sondern es gibt Themen, es gibt Konflikte, es gibt gesellschaftliche Auseinandersetzungen und es gibt der Versuch, soziale Netzwerke zu bauen. Und das ist vielleicht, wird als ein Frauenthema angesehen. Wenn man das so nennen will, ja. Da schwingt ja immer gleich auch schon die Frage mit, ist das sozusagen die richtige Frage oder wenn man die Frage stellt, bestätigt das nicht eigentlich schon die Geschlechterkonstruktion trotzdem sozusagen, um erstmal abzustecken, worüber wir reden, fände ich interessant zu wissen, einerseits gibt es sowas wie Frauenthemen und aber auch benehmen sich Frauen im Netz anders, gibt es andere Kommunikationsformen, andere Medien oder unterschiedliche Medien, die von Männern und Frauen bevorzugt werden? Also im Netz gibt es genau das Gleiche wie außerhalb des Netz. Also um das mal so zu sagen, alle diese Zuschreibungen, die es außerhalb des Netzes gibt, die gibt es auch innerhalb des Netzes. Warum soll das anders sein? Insofern, wenn dann außerhalb des Netzes bestimmte Frauenthemen sind, dann gibt es die natürlich auch im Netz. Ich frage mich tatsächlich, warum da etwas anderes stattfinden soll als außerhalb. Das heißt, dass das Netz, was ja sich selber oder die Netzbewohner, die Community, die sich ja gerne selber den Anstrich gibt, so anders zu sein als das reale Leben, viel offener und partizipativer und viel egalitärer und schöner und besser, ist aus deiner Perspektive eigentlich nur eine Widerspiegelung des sogenannten realen Lebens? Naja, wer sagt das eigentlich? Also das gab zwei Fraktionen, die das gesagt haben. Es gab eine frühe cyberfeministische Position, die daran große Hoffnungen knüpfte, dass geschlechtliche Merkmale keine Rolle mehr spielen. Das ist, glaube ich, durch die Empirie ein Stück weit blamiert worden, in Anführungsstrichen, die Hoffnung. Und natürlich gibt es auch diejenigen, die dieses Thema Postgender oder diese These vertreten, die auch einen Eindruck erwecken wollen, dass es kein Thema mehr wäre. Insofern sind daran bestimmte inhaltliche Positionen geknüpft. Aber im Prinzip sehe ich keinen richtigen Grund, warum das irgendwie anders sein soll als außerhalb des Netzes und mit allen Problematiken, die damit verbunden sind. Darüber
hinausgehend finde ich aber schon, oder ein Unterschied, den ich sehe, ist, wenn in den Blogcharts die erste Frau auf Platz 35 auftaucht, muss ich sagen, das finde ich wesentlich drastischer an Unterschied als das, was mir so im Leben außerhalb des Netzes begegnet, wo ich den Eindruck habe, da ist der Ausschluss von Frauen nicht so eklatant. Wie kommt sowas zustande? Ich glaube, dass es genau durch diese, wir sind ja so Postgender-Haltung zustande kommt. Also dass dieses, wie du vorhin auch gesagt hast, so früher hat man wenigstens dann noch eine Frau pro forma irgendwie eingeladen. Und es gibt so einen Trugschluss, ich halte es für einen Trugschluss, dass wir im Netz ja eben alle gleich sind und keiner mehr aufgrund seines Geschlechts benachteiligt wird, dass mit allen Menschen oder mit allen Usern gleich umgegangen wird, weil wir ja alle nur noch ein anonymes Avatar sind. Und das stimmt aber eben nicht. Bloß dadurch ist so eine gewisse Sensibilität für dieses Thema, dass zum Beispiel auch mal hinterfragt wird. Also diese Blockchart, so du bist dann irgendwie, habe ich den Eindruck, fast die Erste, die mal gefragt hat, also wahrscheinlich nicht die Erste, aber die Erste, die da ein bisschen Antwort drauf bekommen hat, warum sind denn da fast nur Männer in diesen Blockcharts? Also es wird gar nicht mehr hinterfragt. Es ist irgendwie wenig Sensibilität für dieses Thema überhaupt vorhanden, weil es vielleicht auch nicht angesehen ist, im Netz sowas zu thematisieren, weil man sich dann ja sofort anstellt und wir sind doch darüber hinweg und Feminismus ist ja eh out und was soll das denn und sowas. Und ich glaube, daher kommt das. Das wird ja gut, das wird ja relativ viel, also mir jedenfalls schlägt das entgegen, wenn ich mich darüber äußere, so ein implizites, naja, du bildest dir das im Grunde nur ein, das ist irgendwie alles gar nicht mehr da. Dass wir sind alle gleichberechtigt, wenn wir das wollen. Und daraus ergeben sich dann im Grunde zwei Fragen. Erstens mal die Frage nach der Gleichberechtigung als solcher. Auch wieder, ist das eigentlich die richtige Frage, danach zu gucken, wie viele Frauen sind in den Blockcharts. Ist das eigentlich überhaupt wichtig für Frauen oder auch für all die Männer, die in den Blockcharts genauso wenig auftauchen? Die gibt es ja auch. Also es ist im Grunde ja eine sehr, sagen wir mal, einseitige Gruppe von Leuten, die in den Blockcharts dann wichtig geworden sind. Es gibt ganz viele andere Leute, die da nicht auftauchen, darunter viele Frauen, aber auch andere. Und ist die Frage richtig zu sagen, wir wollen gerne, dass da mehr Frauen sind, warum sind sie nicht da? Oder müsste man eigentlich eher danach gucken, wer ist eigentlich wichtig, warum wird das als wichtig wahrgenommen? Also ich würde mal anfangen, es war jetzt ja sehr viel, ich versuche mal einen Teil davon aufzugreifen. Also ob diese Blockcharts wichtig sind, da wäre dann eben auch die Definition, was ist wichtig, was wird vielleicht auch von außen als wichtig gesehen, wird aber innerhalb der Blogs überhaupt gar nicht als wichtig wahrgenommen zum Beispiel. Prinzipiell ist es so, wir haben diese Blockcharts mal wie sie sind, gucken uns die an und die spiegeln was wider. Erstmal völlig wertungsfrei. Und dann, denke ich aber, kann man daraus einiges ableiten. Und ob ich dem Ganzen dann eine Wichtigkeit zumesse oder nicht, das ist dann meine ganz persönliche Entscheidung. Also ist meine Entscheidung als Bloggerin jetzt, dass ich da auch hin möchte, oder sage ich, ach, das ist mir sowieso total egal. Das ist dann jeder freigestellt oder auch jedem freigestellt. Trotzdem ist es so, dass diese Blockcharts ja was zeigen. Und ich finde schon, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, warum die eben so aussehen, wie sie aussehen. Und unter anderem sehen sie eben so aus, weil wir eben nicht Postgender sind, weil es Sexismus im Netz natürlich gibt, genauso wie es ihn auch offline noch gibt. Also das Netz ist ja keine eigene Sphäre, die völlig abgekoppelt vom richtigen Leben funktioniert, sondern das hat Klaus ja auch schon ausgeführt, es überträgt sich einfach alles dort und spiegelt sich wieder. Und deswegen finde ich die Blockcharts insofern erstmal wichtig, weil man auf Themen gestoßen wird, mal darüber nachzudenken, warum das so ist. Und daraus dann Konsequenzen zu ziehen, für sich selber, für andere, wie auch immer. Das wäre dann der nächste Punkt sozusagen. Also es ist insofern interessant, als dass die Blogs das erste Internetmedienformat gewesen ist, in dem von Anfang an weibliche Nutzerinnen, junge Frauen, Mädchen in der Mehrzahl waren. Vorher war es, das ist erstmal ein interessanter empirischer Befund. Und von der Seite her könnte man natürlich schließen, okay, in fast allen großen Ländern haben wir eine Verteilung von 2/3 zu 1/3. Das heißt, es sind über 2/3 der Bloggerinnen und Blogger sind weiblich und 1/3 männlich. Das hat mit bestimmten historischen Vorläuferpraktiken zu tun. Aber
in der Tat kommt dann die legitime Frage, warum sind die vorne nicht präsentiert, also warum sind die nicht repräsentiert an dieser Stelle. Und zum einen stelle ich mir natürlich auch die Frage, was ist das eigentlich für eine Parallelgesellschaft dieser Alpha-Blogger? Sind die tatsächlich von Bedeutung? Ich kenne keinen persönlich und ich lese auch nichts von denen. Ich weiß nicht, was die mir zu sagen haben. Die haben mir zu gesundheitspolitischen Fragen nichts zu sagen, die haben mir nichts zu außenpolitischen Fragen zu sagen, die haben mir nichts zu bestimmten Dingen. Das ist irgendwie, die bloggen über Technik oftmals, behaupten, erfinden eine digitale Bohème. Ja, das ist erstmal an einer bestimmten Stelle, frage ich, ist das für mich relevant? Und die Frage ist eben tatsächlich, wie kommt diese Wichtigkeit zustande? Und du hast ja schon darauf hingewiesen, das hat bestimmte technische hat mit bestimmten technischen Einrichtungen zu tun. Ich weiß überhaupt nicht, ob eingehende Links irgendeine qualitative Bedeutung haben. Wer hat da was angeguckt? Was habe ich mir gemerkt? Ja? Wie komme ich überhaupt zu so einem Ranking? Ja? Das ist eine völlig abgehobene statistische Betrachtungsweise, die nichts über Wichtigkeit, Qualität wirklich aussagt. Und ich kann mir das jetzt eben einfach machen und sagen, auf der Ebene, das ist nicht relevant oder das, ich weiß es auch nicht, warum ich das überhaupt lesen soll, außer dass Sascha Lobo dauernd meinen Bankraubblog lobt. Ja? Also das ist, aber das hat überhaupt keine Bedeutung in irgendeiner Weise für die Frage dessen. Und der Punkt, doch, der interessant ist an der Geschichte mit den zwei Drittel, ein Drittel, ist, dass die meisten der Bloggerinnen sich nicht als Journalistinnen verstehen. Das heißt auch nicht als Publizistinnen, sondern die haben ein ganz anderes Interesse. Die organisieren ihre Freundinnen, Freundeskreise und versuchen sich gegenseitig sozusagen zu unterstützen. Mancher Blog wurde vielleicht noch nie angeklickt als von den unmittelbar Beteiligten. Das hat eine ganz andere Funktion. Und das ist ja vielleicht auch der qualitative Wandel an der Geschichte, also auch der Wandel der Öffentlichkeit, der damit verbunden ist. Und diese Alpha-Blogger, die konkurrieren mit den Journalisten, die Journalisten oder die Qualitätsmedien nehmen ein sexistisches Argument gegen sie. Ja, das heißt, die versuchen sie dann mit praktisch sexistischen Argumenten zu diskreditieren und sie versuchen, einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Moment, das sexistische Argument gegen Sascha Lobo habe ich noch nicht gehört. Ja, dass die eben keinen Qualität, das geht dann darüber, dass das halt Blogs sind, die subjektiv sind, die nicht qualitativ wertvoll arbeiten. Das ist sowieso die meisten Blogs Katzen-Content und Strickblogs sind und so weiter. Und das richtet sich ja fast gar nicht gegen die eigentlichen Bloggerinnen, sondern es richtet sich im Prinzip schon gegen die, die da sozusagen ihren Platz verteidigen, ja, als Qualitätsjournalisten, sozusagen ihr Recht auf Monopol von Weltdeutung zu verteidigen. Das ist eine andere Auseinandersetzung. Das heißt sozusagen, diese ganze Auseinandersetzung Blogosphäre versus Qualitätsjournalismus ist eigentlich eine verklausulierte sexistische Diskriminierung der Alpha-Blogger, wir können ja versuchen, sie auf unsere Seite zu ziehen. Das wäre mal ein anderer Ansatz, nachdem sie sich ja sonst bisher in dieser ganzen Frage noch nicht geäußert haben. Ist also tatsächlich die Auseinandersetzung um die Relevanzfrage, weil die Blogs eben nicht relevant sind, was letzten Endes das gleiche Argument ist, was Bloggerinnen dann auch mitgeteilt wird, wenn gesagt wird, Hausfrauenblogs, Strickblogs und so weiter sind einfach nicht wichtig, das interessiert niemanden. Ich sage ja nicht, dass das Argument richtig ist, ich sage nur, dass es sozusagen eingesetzt wird und es ist ein bisschen eine paradoxe Fußnote, mehr ist es nicht, ja, also in dem Zusammenhang. Aber was eben schon wichtig ist oder was mich schon frage und was dann schon auf eine sexistische Struktur hinweist, ist, warum wird die Mehrzahl dieser Blogs nicht zur Kenntnis genommen, die eigentlich um ganz andere Dinge kreisen, also die eigentlich auch in einer anderen Form, also wie gesagt, die auch gar nicht an den Anspruch haben, in irgendeiner Weise publizistisch in eine Debatte einzudringen. Diese zwei Drittel jungen Frauen, die du festgestellt hast, sage ich jetzt mal, oder von denen du berichtet hast, wo sind die denn jetzt? Was machen die? Naja, die sind in ganz, also man weiß nicht, Jan, kannst du dazu was sagen? Also du hast die Verteilung gehabt. Ja, also was die dann konkret machen an Themen, das ist so differenziert, wie diese Bloggerinnen auch sind. Also ich weiß nicht, kann da glaube ich kein inhaltliches Kriterium benennen. So verschieden wie diese Frauen, jungen Frauen sind, so verschieden sind ihre Themen. Ich meine, du hast ja diese FAZ-Infografik auch erwähnt, die gestern
gezeigt wurde auf der, und da kann man es doch auch schon ganz schön so tendenziell jedenfalls ablesen. Das stimmt, die widerspricht, finde ich, vollkommen der Darstellung der Blockcharts, dass es sowas gäbe wie wichtige Themen, die da wären, IT, Medien und Technik und alles andere spiele da gewissermaßen keine Rolle. Dieses Bild könnte man den Blockcharts zum Beispiel oder verschiedenen anderen Ranking-Systemen entnehmen, und diese Infografik, die im Grunde eine eben grafische Darstellung der verschiedenen Themen ist, die in Blogs auftauchen, die fand ich also wirklich für mich gut, die ist nicht ganz neu, sowas Ähnliches gab es schon mal, aber ich finde es ganz gut, sich das immer wieder auch vor Augen zu führen. Da gab es gewissermaßen verschiedene Blasen von Themen, und da kommt Technik und da kommen auch Medien drin vor, aber es gibt auch sehr, sehr große Wolken, Hobbys, Handwerk, Kunst und Literatur, die wahrscheinlich nicht, also ich weiß nicht genau, ganz so groß, aber auf jeden Fall auch eine große Relevanz hatten und für mich da nicht erkennbar war, dass es ein Thema gab, was die anderen dominieren würde. Es wird ja im Grunde irgendwann dann auch eine Auseinandersetzung mit Medien, weil die Alpha-Blogger, glaube ich, deswegen, und ich würde mich dann irgendwann gerne auch nochmal über den Begriff Alpha-Blogger unterhalten, ob der nicht quasi so eine Art Perpetuum mobile ist, der sich selbst reproduziert und damit wichtig macht. Aber die werden natürlich eben auch von den traditionellen Medien immer wieder auch hervorgeholt und zitiert, und ihnen wird damit eine Bedeutung verliehen. Das heißt, die Wichtigkeitsdebatte ist vielleicht auch eine Debatte von Medienkritik. Gerne. Also zu diesem Thema, dass es so viele Blogs gibt zu Themen, die eben eigentlich gar keine Medienthemen sind oder die nicht in der Wahrnehmung sind, muss ich auch mal sagen, ich frage mich, wo diese Blogs bei der Republika sind. Also das ist ja ein Blogger-Kongress, es soll irgendwie um Blogs gehen, ja wohl ganz allgemein. Und ich finde das total schade, dass es irgendwie kein Panel zu, von mir aus auch Handwerker-Blogs oder Strickblogs oder Küchenblogs, also ich wäre unglaublich gerne zu einem Küchenblog-Panel gegangen. Ich finde es total schade, dass es das nicht gibt, und ich frage mich, wo sind die, und ich frage mich auch, warum das nicht, also es ist halt das eine, ob man, das kam ja gestern auch in der feministischen Netzkultur schon kurz auf, es ist halt das eine, ob man immer sagt, ja, wir würden das auch total gut finden, wenn die hier wären, oder ob man sich aktiv darum kümmert, dass die eben auch herkommen, und gerade weil sich diese ganze Blogosphäre oder so selber reproduziert, würde ich irgendwo, ich weiß nicht, in Tübingen sitzen und meinen Kochblog da betreiben, würde ich auch denken, ich gehöre hier nicht her, weil es einfach so ein sich selber immer wieder nach oben schieben und auf sich selber verweisen ist, dass man, glaube ich, wenn man da irgendwie so vor sich hin bloggt, das Gefühl hat, man hat damit eigentlich gar nichts zu tun, und das finde ich sehr, sehr schade. Was ja einiges darüber aussagt, wie bedeutsam das dann doch eigentlich ist, dass nur die Alpha-Blogger als wichtig genommen werden. Ja, das finde ich aber auch eine gute neue Fragestellung. Ich kenne das auch, diese Reaktion, wieso? Wir wollten doch Frauen haben, es haben sich einfach nicht genügend, nicht beworben, aber gemeldet, die auch bei der Republika hätten Veranstaltungen machen wollen. Händeringend hätten wir gerne welche gehabt. Und daraus kommt dann aber die Frage, warum tun Frauen oder warum tun andere Themen und Leute, die sich mit anderen Themen beschäftigen, das nicht so viel? Was ist das, das Männer dazu bringt, sich wichtiger zu nehmen? Vielleicht kann Klaus da auch mehr sagen. Das war ziemlich gemein. Das war so nicht gemein, glaube ich, wie es jetzt rüberkam. Also ich glaube, oder meine Erfahrung ist, was wirklich nur, also es ist ja auch immer, ne, die Tendenzen, also die Männer und die Frauen gibt es ja nicht, aber ich habe den Eindruck, dass Frauen aufgrund verschiedener Faktoren, unter anderem die Sozialisation, die wir nach wie vor erfahren, einfach nicht diesen Drang haben, sich so nach vorne zu pushen. Und wenn es dann eben schon, ich weiß nicht, wie viele politische Blogs gibt, dann mache ich nicht nochmal einen auf, weil viele Frauen davon ausgehen, dass jetzt ausgerechnet ihre Meinung jetzt bestimmt auch nicht mehr gefragt ist. So. Also weil ja irgendwie schon jeder was gesagt hat. Und dass sie jetzt da einfach nicht nochmal einen draufsetzen müssen und sich dann nicht auch nochmal so reproduzieren müssen. Und die schreiben dann lieber über andere Dinge, wo sie sich dann vielleicht auch besser zu Hause fühlen vom Thema her oder sich auch vielleicht nicht so angreifbar machen eventuell. Also das ist so meine Erfahrung, dass das irgendwie Männer, die haben kein Problem damit, in so Online-Diskussionen auch noch der 20. zu sein, der irgendwie vielleicht auch sogar nochmal das Gleiche sagt und nochmal draufhaut. Und
Frauen machen das irgendwie nicht oder viel seltener. Da gab es vor einer Weile, gefühlt würde ich sagen, 1 bis 2 Monaten mal einen Text von Clay Shirky, der das auch sehr drastisch, würde ich sagen, thematisiert hat und gesagt hat, er würde ja sehr gerne auch in seiner Fachrichtung an der Uni haben, dass da mehr Frauen Abschlüsse machen, obwohl gleich viele oder mehr sogar anfangen zu studieren. Aber was Frauen eben einfach nicht können, ist sich aufplustern und sich durch irgendwelche Bewerbungen hangeln, wo ihnen vielleicht die letzte Qualifikation noch fehlt, wohingegen aber die Studenten, die er kennt, kein Problem damit haben, zu behaupten, sie könnten alles und würden auch mit links dieses komplexe astrophysische Problem lösen. Das ist jetzt ein bisschen überzeichnet, aber daraus ergibt sich dann natürlich so ein bisschen auch die Frage, wollen wir das, finden wir das eigentlich gut, so aus einer feministischen Perspektive, dass Frauen sich aufplustern und versuchen, in die Aufsichtsräte der DAX-Unternehmen zu kommen, oder ist das feministische Ziel nicht eigentlich ein ganz anderes? Also ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, ich möchte, dass Frauen sich aufplustern. So sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, dass das wichtig ist und ich würde es einfach gut finden, wenn der Mut da wäre. Also ich brauche letztendlich diese Typen auch nicht, die immer so tun, als würden sie viel mehr können, und ich ärgere mich darüber auch und ich begegne denen auch ganz normal in meinem täglichen Berufsleben immer wieder. Aber ich würde es einfach gut finden, wenn Frauen das mehr machen würden. Und dann kann ich die vielleicht dann auch mal irgendwie doof finden oder gut finden oder mich dann beeindruckt davon zeigen. Aber ich glaube, ich wünsche mir, dass Frauen mehr Mut haben, da auch mal vielleicht auch mal vorzuspielen, dass sie mehr wissen, wie du gerade gesagt hast, mit der Astrophysik. Und ja, wahrscheinlich auch gar nicht auffliegen. Die Männer fliegen ja auch nicht auf am Ende. So. Die kommen damit ja auch durch. Und ich glaube, die Frauen kämen damit auch durch, wenn sie den Mut hätten, das zu machen. Und deswegen würde ich das gut finden. Naja, man muss ja ehrlicherweise sagen, dass auch zahlreiche Männer nicht in der Lage sind, sich aufzuplustern. Das verweist uns auf die Situation, dass man sich auch angucken muss, welche Männer plustern sich auf. Das hat ganz stark was mit Bildung, mit Sozialisation auch zu tun, wie es umgekehrt, wie ihr das jetzt diagnostiziert habt, dafür, dass weibliche Nutzerinnen das eben anscheinend weniger tun. Und insofern ist dann eben noch immer ein anderer Punkt dabei. Also in die Frage, sagen wir mal, diese Bereitschaft, ein Sendungsbewusstsein zu haben, deshalb bezeichne ich auch das Netz im Prinzip ein Enabling-Potenzial, das einem zum Beispiel, das einen zum Sender macht, aber dazu muss ich glauben, legitimiert zu sein, zu sprechen. Muss ich glauben, ich habe was zu sagen. Muss glauben, ich darf was sagen. Und diese Frage ist in der Tat eben nicht einfach von heute auf morgen zu ändern, oder ich kann nicht beschließen, ich habe heute was zu sagen, wenn ich jahrelang vorher eingetrichtert bekommen habe, dass ich nichts zu sagen habe oder dass es nicht erwünscht ist, dass ich was zu sagen habe und so weiter. Und das wird ein längerer Prozess sein, bis man so weit kommt, dass es selbstverständlich ist, dass jemand bla macht, ja, oder alle bla machen. Und das ist aber eine fortdauernde Auseinandersetzung, die nicht einfach heute aufhört, wo ich beschließen kann, das spielt heute keine Rolle mehr, weil de facto das Recht vielleicht besteht oder es auch als selbstverständlich angesehen wird. Es ist ja eben nicht so. Es ist ja nicht so, dass es erwünscht ist in dieser Weise. Und wie gesagt, bis dahin, dass es ja auch Positionen gibt, die sagen, wahrhaftige oder richtige gesellschaftliche Emanzipation besteht eben nicht darin, diesen Modus zu reproduzieren, sondern in einen gemeinsamen Modus zu kommen. Das ist, denke ich, eines der Probleme oder eines der Strickmuster, und dann verstehe ich schon die politische Position, die sagt, ich möchte, dass Frauen sich aufplustern, so wie Alice Schwarzer gesagt hat, ja, Frauen müssen in die Bundeswehr, ja, ein Stück weit. Ja. Also das ist nicht meine politische Position, aber ich verstehe das strategische Ziel dahinter. Na, ich meine, der Weg scheint mir tatsächlich, da stimme ich dir zu, ein sehr weiter zu sein, wenn wir momentan mit dieser Post-Gender-Haltung konfrontiert sind, die im Grunde die ganze Zeit nichts anderes reproduziert, als zu sagen, naja, wieso, was hindert euch denn? Das Netz ist offen, das Netz ist frei, ihr könnt da alles reinschreiben, was ihr wollt. Das ist dummes Geschwätz. Ja, also das ist dummes Geschwätz, aber das kann man behaupten, aber da gibt es überhaupt keine hinreichenden Hinweise dafür. Ja? Also das wissen alle, dass Gesellschaft hier sozial
strukturiert ist und dass bestimmte Zugangsmöglichkeiten bestehen, dass die durch bestimmte Faktoren bestimmt sind. Und diese Behauptung, bloß weil es theoretisch möglich ist, jeder würde alles tun können, das ist einfach Unfug. Also weil du gerade sagst, es gibt dazu keine Belege, es gibt ja eher die Belege oder jeder kann es beobachten, dass es eben gerade nicht so ist. Also ich hätte gerne mal Beweise dafür, dass wir alle so Postgender sind. Meine Erfahrung ist eine komplett andere im Netz. Also und das ist nicht nur als feministische Bloggerin, wo man vielleicht noch irgendwie sagen könnte, naja, wenn sie sich so aus dem Fenster lehnt, ist sie ja auch selber schuld. Sondern auch, man muss nur ganz normal in irgendwelchen Web 2.0-Communities unterwegs sein und irgendwann, wenn man da mehr postet und länger postet und dabei ist, dann weiß man einfach, welches Geschlecht die anderen haben. Mir geht es ja auch so, wenn ich da schreibe. Ich überlege dann auch Mann oder Frau, ich nehme das dann auch irgendwie wahr. Und dann begegnet man Sexismen immer wieder. Also es geht irgendwie damit los, dass das mir mal in einer Diskussion, die auch noch nicht mal eine feministische war, irgendwann an den Kopf geknallt wurde, so ich gehöre halt mal wieder ordentlich durchgebügelt und dann bin ich auch entspannter. Also das war gar keine feministische Diskussion, es war einfach, weil ich eine Frau bin, wurde mir das dann so gesagt. Und andersrum erfahren die Männer ja auch Sexismen, also wenn die sich dann da gemäßigt da geben oder sich bei bestimmten Themen anders äußern, dann werden sie ja auch runtergemacht, dass sie bestimmt schwul sind oder nur den Frauen gefallen wollen oder wie auch immer. Es ist ja kein Thema, dass jetzt die Frauen gepachtet hätten, dass es Sexismus noch gibt im Netz. Und ich finde es Unfug, davor die Augen zu verschließen. Wenn wir mal dabei sind, jetzt gerade mal ordentlich auszupacken, ich schätze, dass du, das hast du ja kürzlich in diesem Artikel mit diesem wunderbaren Titel, ihr durchtriebenen fiesen Fotzen, auch sehr schön erläutert, was einem da so alles passieren kann, so ein bisschen aus dem Nähkästchen der Mädchenmannschaft zu plaudern. Ich muss vorher noch mal zu diesem Titel sagen, dass ich immer mich sehr freue, wenn Menschen über das Suchwort Fotzen bei uns landen. ja, also Hintergrund für diesen Artikel war, dass es mir schon länger im Kopf rumschwebte, mal so ein Best-of moderierte Kommentare zu machen. Und da irgendwie kein Anlass war und dann gab es eben diese Morddrohung gegen verschiedene Feministinnen, die aktiv sind im Netz, unter anderem eben auch gegen Stefanie Maifeld, die für uns ab und zu als Kolumnistin schreibt. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt, wie gehen wir damit um, thematisieren wir das, in welcher Form thematisieren wir das, so die ganze Reihe eben, haben viel ge-emailt und dann meinte ich irgendwann, gut, dann wäre das jetzt irgendwie einmal der Zeitpunkt für diesen Artikel. Dann habe ich mich mehrere Stunden lang mit allen gelöschten Kommentaren beschäftigt, die wir so haben, was wirklich nochmal so gruselig war an manchen Stellen. Also auch so tolle Sachen wie, diesen elenden Feministinnen sollte man den Mund zu tackern und sie alle in Käfige sperren. Oder so Typen, die sich dann so Nicknames wie Fotzenprotz geben. Also es ist so völlig, also teilweise muss man dann schon lachen, weil es so absurd ist einfach. Also ja. Und die schlagen, ich will nicht sagen täglich, aber doch sehr, sehr häufig bei uns auf. Und es ist durchaus auch eine Diskussion, wie geht man eben damit um? Also selbst diese Volltrolls, also selbst wenn man die löscht, ist irgendwie schon so Zensur und kann man es nicht stehen lassen und damit muss man sich doch auch auseinandersetzen. Oder vielleicht auch als Warnung, damit alle anderen sehen, was da überhaupt reinkommt. Viele wissen es ja gar nicht, weil wir es eben rausnehmen. Ja, und dann guckt man in die entsprechenden Foren, wo die ja teilweise herkommen, wo es dann irgendwie noch viel wilder zugeht und man die wildesten Verschwörungstheorien liest, was wir Feministinnen oder wir Frauen doch vorhaben mit den Männern, weil wir wollen sie ja ausrotten, das ist ja unser Ziel. Und also man sitzt teilweise wirklich nur völlig baff davor. Mir war das nicht klar, was da wirklich unterwegs ist. Und die sprechen sich dann da auch ab, also da wird man dann auch verlinkt, teilweise werden dann Fotos von uns da reingestellt und das ist sie, die Emanze, und da müssen wir jetzt alle hin, die müssen Moment, jetzt Moment, beschimpfen. Wo findet das statt? Das sind diese Maskulinistenforen, da, ja, da geht es dann richtig rund so. Kannst du vielleicht die Vokabel Maskulisten oder Maskulinisten nochmal erklären? Wertfrei würde ich sagen, es sind Männerrechtler. Ich habe allerdings noch keinen, also die Maskulinisten, die sich allerdings im Netz organisieren, sind eben keine Männerrechtler, wie ich es begrüßen würde, dass es sie geben würde. Was wäre denn ein Männerrechtler? Jemand, der analog zu Frauenrechten oder wie ich, andersrum, wie ich mich als Frauenrechtlerin verstehe, nicht gegen, sondern miteinander. Also Männer leiden auch unter den Strukturen, die wir haben, den Sexismen, die wir haben, die ganze Palette, und ich freue mich immer, wenn wir Männer auf der Seite haben, die bei uns mitschreiben, die uns auch positive Mails schicken, die kommentieren, wie auch immer.
dass sie eben damit auch nicht zufrieden sind, was los ist und dass sie irgendwie auch nicht immer der Versorger sein wollen oder irgendwie auf Arbeit kämpfen müssen, dass sie mal Elternzeit nehmen dürfen oder, also ja, kann man jetzt endlos fortsetzen. Finde ich ganz gut, das zu erklären, weil ich meine, ich sehe jetzt gerade den Chat nicht, der parallel zu diesem Stream wahrscheinlich stattfindet und ich weiß nicht genau, ob ich den sehen möchte, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch die Frage drin steht, das nochmal zu erläutern, weil das ja was ist, womit sich nicht alle Leute immer zu auseinandersetzen. So genau, und das sind eben die Männerrechtler, die ich gut finde, begrüße, wenn ich das unglaublich gut finden würde, wenn die sich mal organisieren würden, weil die gibt es ja. Und die Maskulinisten sind aber eben eine, einfach das sind Frauenhasser oder Feministinnenhasser. Also sie würden sich nicht als Frauenhasser bezeichnen, weil Eva Herrmann zum Beispiel finden sie super, das ist ja auch eine Frau. Wo ist dann Eva Herrmann? Weil das kommt mir manchmal, wenn ich über Feminismus schreibe, kriege ich so eine Kommentare auch, wenn ich über Datenschutz schreibe, gar nicht. Aber, und das heißt, wenn Eva Herrmann auftaucht, dann ist das so ein Indiz? Dann ist das so ein Indiz, ja. Also du bist auch verlinkt in diesen Foren. Also ich kann dir danach... Muss nicht. Dich mögen sie auch nicht. Dafür verhalten sie sich noch relativ zivil, womit ich jetzt wahrscheinlich irgendwas Schreckliches provoziere und demnächst meine Kommentare besser unter Kontrolle halten. Ja, die verlinken ja auch immer mit anonym zu, weil sie denken, dass man dann nicht weiß, wo sie herkommen. Das, also ja, Jungs, wir wissen das. Also ja. Aber wir können ja mit Technik auch nicht umgehen. Genau, auf jeden Fall sind die Maskulinisten eben, das sind Frauenfeinde, Feministenhasser, die wirklich... teilweise völlig freidrehen, wirklich jenseits von allem, die uns wiederum, also die haben einen unglaublichen Hass auf Frauen und Feministinnen und projizieren diesen Hass dann wiederum auch auf uns und denken, dass wir genauso über Männer denken. Also das ist auch dieser Zirkelschluss, den sie machen, dass wir eben, also ja, sie projizieren das einfach auf uns. Das sind Maskulinisten. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das... Also wenn ich mir andere Debatten angucke, die zum Beispiel zum Thema, also in der Schweiz, wo ich herkomme, jetzt war diese Debatte um die Minarette, und wenn ich die Zuspitzungen in der Debatte sehe, die im Netz stattfinden, die sind auch nicht so richtig witzig, also an der Stelle. Das heißt, ein Stück weit gibt es offensichtlich immer wieder Themen, oder wenn ich dann das Thema Israel-Palästina sehe. Kannst du vielleicht dieses Beispiel Minarette mal kurz umschreiben? Also in der Schweiz ist eben vor kurzem abgestimmt worden darüber in der Volksabstimmung, dass keine weiteren Minarette mehr gebaut werden dürfen. Und die Debatte darüber, die dann in den Netzen zum Teil stand, war nicht schön. Ja, also das heißt, das ist rassistisch, das ist also also das war schon auch heftig. Genauso in dem Moment, wo Israel wieder ein Thema wird, dann findet der Antisemitismus auch wieder seinen Ort an ganz vielen Orten. Und das hat ein Stück weit, glaube ich, eben auch mit dem Netz zu tun oder mit der Kontextlosigkeit des Netzes, dass sich da tatsächlich auch Leute in einer Weise produzieren können, wie sie es vermutlich face-to-face so nicht machen würden. Und also das ist ein Stück weit auch den technologischen Bedingungen geschuldet, dass man da offensichtlich sich so benehmen kann. Die Frage ist nur für mich, ist das tatsächlich, ist das tatsächlich der Punkt, also an der Stelle, oder wo findet der Sexismus eigentlich seine eigentliche Wirkung? Ja, oder diese Geschichte ist überhaupt nicht schön und das will ich nicht hören, und diese Typen sollte man auch in irgendeiner Weise sanktionieren, wenn man ihnen habhaft wird. Aber ich habe das Gefühl, dass der strukturelle Sexismus an der Stelle viel weitreichender ist noch. Also, dass der eigentlich das eigentliche Problem ist und der auch immer geleugnet werden kann. Ja? Also auch natürlich mit dem Argument, naja, diese Typen da, die nimmt ja sowieso niemand ernst. Ja? Das sind ja sowieso dann, also das, was dann vielleicht hier in dem Chat parallel stattfindet oder wo auch immer. Was meinst du jetzt mit dem strukturellen Sexismus, der weitreichender ist? Naja, das sind eben diese Fragen der Selbstverständlichkeit, sich zu Wort zu melden. Aber es sind auch andere Fragen, die weit über das Netz hinausreichen. Ungleiche Lohnhöhen. Ja? Also es gibt ja eine ganze Reihe von außerhalb des Netzes stattfindenden Differenzen und Problemen, die bei weitem ja sozusagen auch den Alltag von ganz vielen dann betrifft und auch in sehr weitreichenden Maße ihre Möglichkeiten einschränkt. Und bis dahin, wie selbstverständlich das ist, also die Bilder, die über Geschlechter produziert werden, die Zuschreibungen, die stattfinden, das ist ja auch alles, was zu der Situation führt, wie wir sie jetzt diskutieren. Und da bin ich mir immer nicht so sicher, also wie geht man mit diesen Trollen oder mit diesen Typen um, die da halt ausrasten. Also da mal kurz anschließend dran, du hast natürlich völlig recht, also das sind ja irgendwie nur so punktuelle
wo man sich einfach überlegen muss, wie geht man damit um. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn ich auf StudiVZ unterwegs bin und ich bin irgendwie, was weiß ich, jetzt gerade 19, 20, überlege mir, ob ich vielleicht meinen eigenen Blog auch mal starte. Und dann geht mich jemand auf diese Weise an, wie ich das gerade beschrieben habe. Also reduziert mich auf, also wirklich frauenfeindlich und sagt halt nicht, deine Ansichten sind doof, weil, und geht mit mir in eine konstruktive Diskussion, sondern ich bin dann halt irgendwann die verklemmte Emanze oder am besten noch lesbisch oder wie auch immer. Irgendwas fällt den Leuten dann ja ein. Dann überlege ich mir schon, mache ich jetzt meinen eigenen Blog wirklich nochmal auf? Also wie sicher bewege ich mich dann im Netz? Ziehe ich mich vielleicht völlig zurück? Nehme ich Themen, wo ich nicht so angreifbar werde? Lasse ich es vielleicht komplett? Wie auch immer. Also ich glaube schon, dass diese, also ich kann damit umgehen, mir ist das relativ wurscht. Ich lösche das, weil ich einfach bei uns nicht so ein Diskussionsklima haben möchte, aber meine Güte. Bloß, das ist schon, ich finde das trotzdem nicht zu verachten. Ich muss sagen, dass ich in dem Kontext auch diese Diskussion um, ist es erlaubt, eine gewisse Anonymität haben zu wollen, ganz wichtig finde, weil das ja auch gerne postuliert wird als etwas, das wir im Netz jetzt nicht mehr brauchen, dass Anonymität sozusagen ein bisschen bäh ist und dass wir immer alle mit unserer Adresse und unserem Vor- und Nachnamen und Bildern überall zu dem stehen sollen, was wir sagen, wo aber völlig mit negiert wird, welche Gefahren das dann tatsächlich ganz reale Gefahren auch mit sich bringt. Also wenn ihr sowas wie bis hin zu Aufrufen zu Körper Gewalt teilweise per Mail bekommt und ich kenne auch Beispiele aus den USA, wo das nicht nur angedroht, sondern real auch umgesetzt wurde, finde ich, ist diese Diskussion, also im besten Falle naiv zu sagen, ach, hier ist doch alles schön und wir stehen zu allem, was wir so sagen, weil es sowas eben völlig ignoriert. Es gibt, okay, Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Im Grunde wollten wir noch nicht, aber im Grunde ist das auch egal. Dann müsste jetzt mal ein Mikro darüber wandern. Danke. Hallo. Also ich finde irgendwie jetzt gerade ein bisschen relevanter, irgendwie auch für mich. Wir haben ja viel mehr mit den alltäglichen Sachen, unabhängig davon, was wir in Blogs schreiben. Also mit dem Standard hat man jeden Tag zu kämpfen, dass man eine Frau ist, dass man von Klischees lebt. Sei es nun hier, dass man im Gang jemanden trifft und er denkt, ach, du bist die und die. Aha, du hast ja rot lackierte Nägel. Also ich meine, die Sache ist einfach was, finde ich, viel gravierender als diese Beschimpfung. Ich meine, beschimpft wurde ich, weiß ich, einmal. Ich habe jeden zweiten Tag einen dummen Spruch in meinem Twitter-Account, weil ich eine dumme, gut aussehende Frau bin. Und ich finde, damit klarzukommen, ist irgendwie viel komplizierter. Und wir beide sind jetzt selbstbewusst. Okay, wir können damit umgehen, aber da den Frauen irgendwie die Angst zu nehmen und die Scheu, aber und dass wir wissen, dass man jetzt irgendwie bedroht werden kann, okay, aber das würde mich jetzt ein bisschen mehr interessieren als die ganzen Extremfälle hier aufzudecken, weil wirklich die Konfrontation damit mit der Dummheit der Männer, die davon ausgehen, dass man wirklich total bescheuert ist und ich mir den Tag anhören durfte, ich gehe davon aus, dass eben ihre handwerklichen Fähigkeiten nicht ausreichen, um einen Router hinzustellen und ich dachte nur so, ich glaube, ich habe heute einen zu kurzen Rock an, Dankeschön. Und das finde ich alles viel katastrophaler, was mir in dem einen Jahr Twitter entgegengebracht wurde an unemanzipierten Menschen, wirklich. Also mein Rat auf sowas wäre immer nur, macht es öffentlich, sprecht darüber, postet es bei uns in anderen Blogs, wie auch immer. Also es bringt, niemand hat was davon, wenn man sich dann irgendwie selber ärgert und nicht drüber redet, weil genau das ist der Punkt, das sagen alle, ja, die Probleme haben wir doch nicht mehr und reg dich doch nicht so auf und was weiß ich was alles, aber es ist eine Unverschämtheit, es ist sexistisch, es ist einfach unmöglich und wir müssen darüber sprechen. Und egal, ob das jetzt solche Angriffe sind, wie ich das gerade beschrieben habe, oder diese kleinen Sexismen, kleinen Anführungszeichen, die du dann erlebst, das ist einfach ganz unmöglich. Und wie im Offline-Leben muss man da auch online drüber sprechen. Also sowas passiert einem ja auch jetzt nicht nur in diesem Kontext, sondern eben auch auf Arbeit oder wo auch immer. Und man muss darüber reden. Und dann findet man auch andere, denen es genauso geht. Dann mach deinen eigenen Blog auf und schreib drüber. Schreib nicht bei uns, schreib in einem Modeblog oder irgendwo anders darüber, dass es dir so gegangen ist. Also ich sage jetzt gar nicht bei uns unbedingt, aber macht's einfach, thematisiert das. Twitter ist raus, dass die ganzen Idioten kommen. Oder auf dem Handwerkerblog, ja genau. Also Technikblog, wie auch immer, geh in den Technikblog und sag, Jungs, ich kann das auch, was soll die Scheiße? Also es ist wirklich, ich glaube, niemand hilft sich damit, wenn man darüber nicht redet. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was mir im Moment wirklich einfällt, dass man das thematisiert, dass man es zumindest mal aus dieser Ecke rausholt, dass es das erstens überhaupt gar nicht gibt
oder dass man ja zweitens selber dran schuld ist. Also ich glaube tatsächlich auch, dass es sinnvoll ist, darüber zu reden und gleichzeitig aber auch in dem Wissen, dass man sich am besten eine ordentlich dicke Haut zulegt, erstens sich das jeweils nicht so nahe gehen zu lassen, was sich sehr leicht sagen lässt, und ich weiß, dass das überhaupt nicht einfach ist, aber trotz alledem sozusagen zu versuchen, das möglichst hier rein und da wieder rausgehen zu lassen und gleichzeitig aber eben es öffentlich zu machen oder sich irgendein Forum dafür zu suchen, wo man sowas dann lassen kann oder sich mindestens mal darüber austauschen kann und tatsächlich auch eben, um Argumente zu haben in dieser Diskussion, die eben gerne kommt, wir sind darüber hinweg, und allein die Thematisierung, dass es Unterschiede zwischen Frauen und Männern kommt, ist schon sexistisch und passt nicht in unsere Postgender-Sichtweise der Dinge. Da könnte man jetzt zwei Fragen draus machen. Die eine wäre, wie kann man das langfristig ändern? Und das ist die Frage, wird es geben, können wir haben, wie machen wir eine neue Bewegung, die mal wieder so ein bisschen, weil ich glaube einfach durch das, ich glaube schon, dass drüber reden ist eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Also ich finde die aktuelle Debatte eigentlich, zumindest so trist sich das dann im Detail anhört, schon auch ermunternd, weil ich den Eindruck habe, okay, wenigstens wird mal der erste Schritt in die Richtung gegangen, dass wir das nicht einfach so hinnehmen, dass wir uns das offenbar alles einbilden. Wäre also die Frage, wie kommen wir von da weiter? Und eine andere Frage, die ich aber auch gerne nochmal in den Raum stellen würde, ist die, dass es ja durchaus nicht nur einzelne Piraten sind, die uns einreden, wir wären Postgender, sondern es gibt ja durchaus auch jede Menge Frauen, die finden, sie hätten damit überhaupt gar kein Problem. Und das widerspricht sich, finde ich, mit dieser Wahrnehmung, dass es doch ganz deutlich ein Problem ist. Wie kommt das? Warum ist das so? Ich kann da schon zu was sagen, aber ich will es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht. Okay. Also Piraten. Ich muss jetzt noch mal kurz. Warum gibt es Frauen, die sagen, ich habe kein Problem? Schwierig. Ich glaube, dass es. Also man ist dann ja gleich so als Opfer stigmatisiert. Und ich glaube, das ist was viele Frauen auch zu Recht ablehnen, dass sie sagen, wir möchten nicht in diese Opferrolle, wir möchten nicht in dieses, die Männer sind immer so gemein zu uns, den Schuh möchten wir uns nicht anziehen. Das wollen wir nicht und deswegen, ich strenge mich jetzt irgendwie an und bin jetzt gut und dann wird das alles schon laufen. Und ich möchte dass ich zum Beispiel in den Blogcharts nicht auftauche mit meinem Blog, jetzt nicht mich dann so darüber definieren, dass das passiert ist, weil ich eine Frau bin und weil die mich da aktiv ausschließen, weil dann bin ich eben ein Opfer, sondern ich möchte aktiv sein. Ich glaube, dass das ein Grund unter vielen wahrscheinlich ist. Also mit der Bewegung wird es auch deswegen schwierig, weil diese Bewegungen sich derzeit verändern. Das ist eben nicht nur so, dass es im Kontext des Feminismus sozusagen bröckelt, beziehungsweise nicht mehr diese klassischen Organisationsformen der Bewegung gibt, sondern dass es in den gesamten sozialen Bewegungen zu beobachten, dass vieles projektförmiger wird und nicht mehr sozusagen an eine bestimmte inhaltliche Auseinandersetzung geknüpft ist. Und insofern wird es immer wieder, erscheint mir es erfolgversprechender, immer wieder einzelne Projekte zu diesen Themen zu starten, als zu glauben, es müsse eine Bewegung geben. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele von den potenziellen Mitstreiterinnen nicht bereit sind, zu sagen, dies in einer Bewegung, also ich glaube, die wären jederzeit bereit, sich an einzelnen Punkten zu engagieren und zu sagen, da bin ich dagegen, aber in dem Sinne, sagen, als feministische Bewegung sich zu organisieren, das sehe ich eher momentan nicht die Bereitschaft dazu, aber wie gesagt, da sind die nicht alleine, das hat mit anderen politischen Themen auch zu tun, dass man sagt, man geht nach Heiligendamm, aber man geht nicht in eine Bewegung, die jetzt vergleichbar ist wie mit den sozialen Bewegungen in den 70er oder 80er Jahren. Und von daher dürfte es auch ein strukturelles Problem sein. Also was wir in der Mädchenmannschaft immer wieder versuchen, ist aber durchaus die eben auch Offline-Vernetzung und Kommunikation, dass es eben nicht alles nur in den Blogs bleibt und wir da irgendwie in unserem eigenen feministischen Saft immer vor uns hingaren, sondern die Vernetzung mit der Politik, mit Feministinnen, die vielleicht in Web 2.0 oder in Blogs nicht so aktiv sind, wie auch immer. Also das versuchen wir, das klappt an einigen Stellen gut, an manchen noch nicht ganz so gut. Das ist auch immer eine Frage der
Kapazitäten, auch der Zeit. Also wir haben ja irgendwie, also der Blog ist ja nach wie vor immer nur noch ein Hobby, das man halt so oben drauf setzt, irgendwie noch auf alles, was man sonst noch zu tun hat. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man eben diesen Schritt auch weitergeht. Also es bringt nichts, wenn ich nur schreibe so, das und das stört mich, weil, sondern ich muss dann schon auch überlegen, wie kann ich das jetzt ändern. Also wir hatten zum Equal Pay Day da eine große Diskussion, weil wir über die Seite... kurz erklären. Equal Pay Day ist der Tag, der 26. März, da geht es eben um das, darum, dass Frauen weniger Geld bekommen als Männer für die gleiche Arbeit. Es wird da thematisiert und es gibt da die Aktion Rote Tasche, wo eben alle Frauen dazu aufgefordert werden, mit einer roten Tasche an diesem Tag auf die Straße zur Arbeit, wohin auch immer zu gehen. Und wir haben zum Equal Pay Day rote Taschen verkauft als Aktion und bekamen dann auch Kommentare so, ja, was sollen denn die Taschen und ihr müsst alle mal auf die Straße und demonstrieren, was wollt ihr denn da mit den Taschen? Und wo ich dann auch nur dachte, so ja, ich würde gerne demonstrieren gehen, aber jetzt wirklich ganz blöd, wer soll es denn organisieren? Also wirklich jetzt mal aus unserem täglichen Bloggerleben, ich bin froh, dass wir diese Taschenaktion hingekriegt haben. So. Also das muss man auch erstmal organisieren und einen Shop finden, der Taschen vertickt und es muss jemand verkaufen, verschicken, es muss bezahlt werden. Also wir sind froh, dass wir irgendwas gemacht haben und also ja, also es ist auch immer eine Frage, der wie viel Zeit man einfach auch hat. Gerd Loving hat heute Morgen in seinem Vortrag um 10 über die radikale Kritik an der freien Kultur San Precario vorgestellt, den Heiligen der, ich weiß nicht genau, wie es definiert, Heiligen der prekären Arbeit, der sozusagen die, nicht Bewegung, sondern gewissermaßen das Projekt der Auseinandersetzung mit prekären Arbeitsbedingungen vertritt und als Ikone vorne weggehalten wird. Das fand ich eine großartige Idee, braucht die nicht zu gründende feministische Bewegung vielleicht auch einen San Precario, der mit neuen Formen dann dieses Thema wieder so ein bisschen ins Leben zurückruft? Es gibt ja auch die San Precaria inzwischen, insofern die darauf hingewiesen, dass es überwiegend auch oder zum großen Teil Frauen sind, die in prekären Arbeitsverhältnissen sich befinden. Insofern wurde sozusagen dem Precario gleich eine Precaria zur Seite gestellt, was ja auch eine bestimmte Sensibilisierung für diese Frage zum Ausdruck bringt. Insofern wie gesagt, ich will es nochmal unterstreichen, dieses Modell der sozialen Bewegungen funktioniert, glaube ich, so nur noch bedingt und es wird punktuelle Projekte geben, die sich gegen diese Geschichten zur Wehr setzen und es wäre, glaube ich, man wäre nicht gut beraten, sozusagen die eigene Wirksamkeit und auch die eigenen Möglichkeiten an dem alten Modell zu bemessen. Wenn das nicht funktioniert, was funktioniert dann? Kannst du das ein bisschen mehr beschreiben? Es wird immer wieder einzelne Ereignisse geben, an denen sich dann bestimmter Unmut, auch bestimmter Widerspruch sagen, entzünden wird und das dann auch in einem bestimmten Kontext politisiert werden kann, radikalisiert werden kann, an bestimmten Punkten auch der Dissens zuspitzbar wird und sichtbar, an dem dann alle Beteiligten konkrete Erfahrungen machen können und mit diesen Erfahrungen, die gemeinsam ja wichtig sind, dann auch, das ist ja auch nochmal ein Punkt, dass man weiß, dass man nicht alleine ist. Also insofern ist es ganz wichtig, gemeinsame Erfahrungen zu machen, in denen dann natürlich auch mit einer ganz anderen Selbstbewusstsein man auch solche Dinge zurückweisen kann, darauf auch diese sprichwörtlich, die du erwähnt hast, diese dicke Haut sich zulegt, die einen dann das auch so nicht mehr tangieren lässt und sagt, okay, und vielleicht ist sogar vielleicht kann man ja auch diese Auseinandersetzungen, die da stattfinden, als ein Merkmal darauf hinsehen, dass eher bestimmte Dinge heute selbstverständlicher sind. Und die Tatsache, dass sozusagen so heftige Reaktionen kommen, auch Reaktionen sind auf einen tatsächlich stattfindenden Wandel, könnte man ja auch mal so lesen, dass sozusagen nicht nur als eine Schwäche, sondern eigentlich auch als das. Und das ja auch vielleicht erklärt, warum jetzt so eine feministische Bewegung, wie sie in den 70er, 80er Jahren entstanden ist, nicht mehr so Zulauf hat, sondern weil bestimmte Dinge sich auch verändert haben und selbstverständlicher sind. Und das heißt ja bloß nicht, dass die Frage ist ja, ob wir den Sexismus je loswerden. Ja, also das heißt, ob das nicht immer wieder eine Auseinandersetzung sein wird oder ein Punkt wird. Und
ich bin mir da nicht so sicher, ob das nicht auch ein Ausdruck ist, sozusagen von schon etwas Erreichtem, also auch die Heftigkeit dieser Reaktion, um es mal positiv zu wenden. Na, das ist jetzt echt sehr optimistisch, muss ich sagen. wir haben noch mehr Themen, aber wir haben jetzt auch schon eine Stunde fast alleine geredet. Wir können das noch weitermachen, aber ich würde jetzt schon mal gerne so in die Runde linsen, ob es Leute gibt, die auch gerne mitmischen wollen. Da hinten eine Meldung. Ich kann jetzt nicht auch noch mit dem Mikro durch die Gegend laufen, wenn da irgendein Helga zum Beispiel. Danke. Ja, hallo, mein Name ist Steffi. Ich habe jetzt ganz viele Sachen gesammelt, aber ich fange gleich mit der letzten Sache an. Nein, ich fange mit der ersten Sache an. Was mich immer ein bisschen wundert, ist, diese dicke Haut zu legen, weil ich persönlich, ich bin nicht sicher, aber möglicherweise ist es effektiver, wenn jede und jeder, der sich Scheiße im Netz anhören muss, die Webcam anmacht, ein YouTube-Video dreht, weinend zusammenbricht und den Text schluchzend vorträgt. Läuft vielleicht effektiver, würde YouTube wahrscheinlich auch ganz schön überfüllen und würde vielleicht eher für Aufmerksamkeit sorgen, als die Starke zu spielen. Das ist so das. Dann diese Grundpessimismus-Haltung von jemandem, der die meiste Redezeit heute diese Stunde beansprucht hat, auch paritätisch gesehen, ist natürlich irgendwo, ich glaube, es ändert sich nicht viel, wenn man pessimistisch daran geht. Also keine Ahnung, wir hatten jetzt zum 8. März, da wo ich herkomme, eine Plakataktion gemacht und ja, wir hatten dann 10 Frauen zusammen und ja, wir haben was getan. Und ja, das hat Aufmerksamkeit erregt und wir haben einen Flashmob organisiert und es waren 100 Frauen da und ein paar Männer auch. Und wir waren wirklich baff erstaunt. Aber diese ganze pessimistische Grundhaltung zu glauben, es kommen nur 10, sollen wir es dann überhaupt machen oder lassen wir es lieber? Ja, lieber machen als lassen. Dann wird man ja sehen, ob denn der Pessimismus so wahr ist, aber ich kann nicht Pessimismus voraussetzen und deswegen nichts tun. Dann ist es eine self-fulfilling prophecy. Ja, ich glaube, dabei bleibe ich. Hallo? Gut. Also erstmal kam der Kommentar von Twitter, dass ihr doch mal auf den Livestream hinweisen sollt, weil der Chat da ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist. Also es scheint wohl perfektes Beispiel für alles, was hier diskutiert wurde. Kann das bitte jemand kopieren und aufheben? Und also es war wirklich sehr heftig, was ich so an Screenshots gelesen habe. Genau. Wir freuen uns, dass wir so schön provozieren konnten. Genau, dann wollte ich kurz was zur Frage der Männerrechtler sagen, weil ich das noch ein bisschen unklar fand. Also was du jetzt so angedeutet hast, ist, dass für dich Männerrechtler als positiver Begriff Leute, also Männer sind, die Feministinnen sind. Was ich jetzt so nicht sagen würde, ich sehe da durchaus einen Unterschied. Also ich finde auch den Begriff der Männerrechtler relativ unzureichend, weil rechtlich haben wir ja Gleichstellung und genauso finde ich auch Frauenrechtlerinnen zu sein nicht mehr besonders angemessen. Also ich finde da Feministin schon wesentlich deutlicher. Was aber so die positive Kategorie Männerrechtler sind, auf die du hingewiesen hast, sind eher Männerforscher, würde ich sagen. Und da waren in der Taz jetzt in letzter Zeit 2, 3 ganz gute Artikel, zum Beispiel dieses Männermanifest der Grünen, hat eigentlich ganz gut deutlich gemacht, dass es Männer gibt, die es hinkriegen, darzustellen, wie Männer unter Sexismus leiden, ohne dabei zu negieren, dass Frauen wesentlich mehr darunter leiden. Um es mal grob zusammenzufassen. Das heißt, das ist durchaus eine Sorte Männerforschung, die ich positiv finde und die nicht gleich antifeministisch ist. Und als drittes möchte ich auf spezielle Bitte von Lena Simon hin auf Frauen im Netz hinweisen. Das ist eine Initiative, die gerade läuft und wo ein Vernetzungstreffen Anfang Juni stattfinden wird in Hattingen und wo wahrscheinlich alle hier Anwesenden herzlich eingeladen sind, sich da zu beteiligen. Wir haben auch einige interessante Vorträge da. Kannst du vielleicht die Adresse nochmal ausbuchstabieren, damit man das auch findet? Das ist frauenim.net. Ja, das wäre alles. Ich wollte nur kurz zu diesen Männerrechtlern und also ich versuche mich da nicht so an den Begrifflichkeiten aufzuhängen. Wir haben die Diskussion auch immer wieder im Blog, dass wir männliche Kommentatoren haben, die extrem engagiert sind, die
gute Sachen schreiben, die aber einfach für sich sagen, sie haben ein Problem, sie sind eben keine Feministen. Sie finden, dieser Begriff ist mit Frauen besetzt und sie möchten keine Feministen sein. Die haben da auch so ein bisschen, glaube ich, auch so eine lexikalische Lücke. Es gibt nicht so wirklich, also Männerforscher wäre jetzt noch eine Alternative, aber es gibt nicht so wirklich ein Wort dafür, finde ich. Wenn die nicht Feministen heißen wollen, dann ist das eben so. Also ich hänge mich daran nicht auf. Also ich kenne auch wiederum viele Männer, die von sich sagen, sie sind Feministen, sie haben damit kein Problem. Also ich glaube, sich an dieser Schleife irgendwie, wenn man das Gleiche will oder sich inhaltlich einig ist, dann ist mir das Label, das da drauf steht, nicht völlig egal, aber erstmal nicht so relevant. Das wäre so das, was ich dazu noch sagen möchte. Ich würde gerne kurz, ich weiß gar nicht, das war mir jetzt nicht ganz klar, auf wen das münzt, aber falls sich das auf mich bezog, dass ich hier Pessimismus verbreitet hätte, dann entschuldige ich mich dafür förmlichst, weil ich mich freue über jede Form von Bewegung explizit und gerne viel dazu anregen will, das ganz deutlich. Nochmal kurz zu der Sache vorhin, als du da meintest, ich soll dann eben in meinem Blog oder in einem Modeblog, ich glaube halt, dass es, also dass man halt, wenn, dann kann man es halt nur bewegen, ich glaube halt, dass so eine Feministenforen nur wirklich bedingt was bringen, also damit werden wir nie die Welt verändern, indem wir halt die Leute darauf ansprechen, wenn wir ihnen begegnen oder halt in Blogs, die gemischt sind, darüber schreiben und zeigen, dass wir genauso, also wir Frauen sind anders als Männer, klar, aber halt, dass einfach die Klischees nicht bedient werden, nicht permanent, und dass, wenn Klischees bedient werden, das auch völlig okay ist und man sich nicht darüber lustig machen muss oder was auch immer. Ich meine, wir lachen auch immer über Männer, die Fußball gucken. Mittlerweile können sie leider nicht mehr alleine Fußball gucken, weil alle Frauen auch mitgucken. Und ich glaube, so verändert sich halt die Welt. Aber ich glaube, dass Feministenblogs, ich kenne jetzt euren Blog leider nicht, wirklich nur bedingt was bringen, weil da man sich da einfach nur hochschaukelt. Da sind Männer, die mitschreiben, die aber eh kein Problem mit Frauen haben und die eh nicht so eine dumme Sprüche machen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert werden. Also ich glaube, man sollte es von innen heraus aufrollen. Also nur ganz kurz, weil Anne dazu, glaube ich, also wenn du unseren Blog kennen würdest, dann wüsstest du, dass bei uns auch Männer als Autoren tätig sind. Wir haben mehrere Quotenmänner und ja, also nicht nur unter den Kommentatoren, dann habe ich dich gerade falsch verstanden. Also wir haben Männer, die kommentieren, wir haben auch Männer, die Texte schreiben und ich sehe jetzt die Alternative nicht so ganz. Also wo soll man sich denn sonst vernetzen oder wie stellst du dir das dann vor? Also wie wollen wir denn die Welt verändern, wenn wir uns nicht vorher mal irgendwie sammeln? Und ja, kombinieren ist super, aber man muss ja irgendwie mal einen Ort haben, wo man sich dann auch trifft und findet und sieht, ah, da sind noch mehr Leute, die das so sehen wie ich, weil das weiß man ja ganz oft überhaupt gar nicht. Man denkt ja ganz oft, man ist irgendwie, ich bin die Einzige, die sich aufregt, dass ich auf meine rot lackierten Nägel angesprochen werde. Und dann ist es gut, wenn man irgendwas hat, wo dann die anderen auch sagen, nee, war nicht okay. Okay, wunderbar, dann sind wir uns ja einig. Jetzt wieder aufgelöst im verschiedenen Kleinkram. Also nochmal auch ausbuchstabiert, unbedingt alle lesen, mädchenmannschaft.net. Wer es noch nicht kennt, sollte es unbedingt kennenlernen. Ja, und ich finde auch, aber ich hatte den Eindruck, da war jetzt auch allgemein Zustimmung, dass sich nichts von dem mit anderen Sachen ausschließt. Also das Schöne ist ja, dass wir verschiedene Sachen tun können und dann eben sehen, was davon Sinn hat und was funktioniert. Der Mensch, der gestern, den ich immer nicht aussprechen kann, Jewgeni Morozov, ist das richtig, der gestern diesen einen Vortrag gehalten hat, der hat zum Beispiel auch sehr schön gesagt, die Revolution findet nicht im Internet statt. Ja? Also die wird doch eher im realen Leben und auf der Straße, vielleicht nicht unbedingt auf der Straße, mehr, weil das ist ja 80er, aber also die wird zumindest auch noch jenseits von Internet stattfinden müssen und aber eben auch nicht nur da, sondern auch im Netz und ein Kleinkram zum Beispiel, womit ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, wenn mir irgendjemand irgendwelchen Scheiß an die Backe twittert, wie das gerne mal passiert, wenn ich mich als Feministin irgendwo oute, ist, dass ich das, was dann zurückkommt, was ja ich sehe, aber viele andere Leute nicht sehen, dass ich das dann einfach retweete. Und ich finde das immer sehr hilfreich zu sehen, wie viele Leute das dann total furchtbar finden, was irgendein einsamer Idiot da in seiner Not ins Netz getwittert hat. Das ist, kostet mich nicht viel, das ist ein Klick, aber danach fühlt es sich gleich schon viel besser an. Hallo,
Und ich habe mehr, weniger eine Frage und mehr einen Kommentar. Und ich heiße Caroline Buchheim, ich bin Lokaljournalistin in Freiburg im Breisgau. Wir machen da so einen Blog mit Lokalnachrichten und also jetzt nicht speziell feministisch. Und ich habe ein Problem, ich habe männliche Kollegen und dann gibt es so Partyfotos und... Das ist ja total dann, also, furchtbar. Wir machen halt auch so, also wir machen viele ernste Dinge, aber wir machen halt auch so Partyfotos. Und dann werden Partyfotos auf der Startseite verlinkt, immer grundsätzlich mit einem Foto von zwei knutschenden Frauen. Und jeden Montag werden wir darüber, also montags kommen dann immer diese Partyfotos und ich muss jeden Montag mich darüber streiten, dass ich das unmöglich finde und dass ich das nicht will. Und ich bin da auch, wir wechseln uns immer ab, also wir sind zu zweit und immer eine Woche ist immer jeder der Chef. Und ich verliere immer, weil die knuschenden Frauen oder die Frauen mit den großen Titten oder so halt die besseren Klickzahlen bieten. Ja? Und ich streite mich also jeden Montag darüber und das ist echt... Es wird halt einfach auch echt langweilig und keine Ahnung, habt ihr mal eine Idee, was ich machen soll? Also ich will jetzt hier nicht so, ja, knutschen, ja, also das mache ich ja sowieso schon, ja, aber, und es sind noch andere Sachen, also ich versuche halt, also so sexistische Berichterstattung zu vermeiden, also keine... Nicht schon wieder einen Fotografen zur Misswahl zu schicken oder so. Oder, und das ist so Kleinscheiß und der ist halt, also vielleicht möchte ich alle anregen, halt auch so Sexismus in so Details zu vermeiden, aber das war's schon. Danke. Ja, tapfer. Klingt nicht lustig, muss ich sagen. Und würde das total unterstützen, eben auch beim Kleinkram gelegentlich sich dann auf die feministische Seite zu schlagen. Ich hatte da neulich zum Beispiel, und ich finde, es lohnt sich dann auch immer, so einen Faktencheck zu machen und sich auch in der eigenen Wahrnehmung zu überprüfen. Bekannter von mir zum Beispiel macht eine Printpublikation, hat mir das dann neulich unter die Nase gehalten und gesagt, guck doch mal durch, da ging es eigentlich eher um redaktionelle Fehler und so weiter. Und ich habe ihm das zurückgegeben und habe gesagt, hier, ich habe den Eindruck, du hast doch deutlich mehr Bilder von Männern als Bilder von Frauen. Also da geht es um Politik und wer wird dargestellt? Redende Männer. Und der meinte, meinst du wirklich? Da habe ich aber echt drauf geachtet. Und ich, ja, fühlt sich so ein bisschen so an, aber ich habe nicht gezählt. Dann hat er gesagt, überprüf doch mal. Dann habe ich gezählt und Effekt, da waren 24 Männer und 13 Frauen, wo ich auch dachte, wow. also selbst mir mit großer Sensibilität war das so krass gar nicht vorgekommen. Aber wenn man das dann hinhalten kann, sagen kann, hier, so geht das nicht, fand der dann sofort auch. Und das ist eine ganz einfache Methode. Und es ist halt auch echt schwierig. Also wir haben also zum Beispiel auch mehr männliche Nutzer und wir wollen dann halt mehr Frauen anlocken. Und dann sitzen wir zusammen und überlegen, okay, wie kann man jetzt mehr Frauen anlocken? Und das Einzige, was dann allen einfällt, ist dann, jetzt nicht Handarbeit notwendigerweise, aber halt so softe Themen, Beziehung, Mode und so. Und das taugt ja nichts. Also ich versuche dann immer irgendwie weibliche Protagonistinnen zu finden und so, aber... Wie kann man da also einem übergeordneten, wohlmeinenden Arbeitgeber irgendwie vermitteln, also weiß ich nicht, wie kann man da noch was lostreten, irgendwie einen schönen Satz, den ich vielleicht mitnehmen kann? Wie bitte? Ja, weil es ist einfacher. Genau. Das stimmt. Ich bin da jetzt so spontan auch überfragt, würde aber einfach mal sagen, steter Tropfen hüllt den Stein. Also wirklich Respekt. Bitte? Und eine Möglichkeit, also was mir jetzt gerade spontan einfiel, wäre mal darüber zu schreiben, dass ihr die meisten Klicks habt, wenn ihr knutschende Frauen zeigt. Also das kann man ja einfach auch mal thematisieren, wie das so funktioniert. Das wäre jetzt das Einzige, was mir jetzt so in den Kopf schießt, ob sich daran was... Dadurch was ändert, weiß ich nicht, aber ja. Und sich am besten schon vorher darauf vorbereiten, was dann aus einigen Teilen des Netzes zurückkommt und da einen deutlichen Filter einbauen. Ich wollte jetzt nochmal auf was anderes hinweisen. Also was ihr angesprochen habt, das stimmt. Die Probleme gibt es, ganz klar. Aber ich habe in meinen 3 Jahren Blog-Erfahrung und ein Jahr Twitter auch ganz andere Erfahrungen gemacht, nämlich dass ich... die Geschlechter annähern und zwar also nicht nur sexuell, das auch, das ist dann immer auch ganz schön, aber vor allem auch intellektuell und humoristisch, also gerade in den im Blog war das so, also in den Kommentaren, da gibt es ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und
und Achtsamkeit auch der Geschlechter. Also viel über Humor vermittelt, das ist ja immer das Allerbeste überhaupt. Und ich bin für diese Erfahrung sehr dankbar. Also ich habe Männer schätzen gelernt, mehr schätzen gelernt als vorher. Und ja, das ist auch nochmal, glaube ich, ein ganz anderer Aspekt. Der ist vielleicht nicht so spektakulär und so. Und auch was jetzt erwähnt wurde, auch was die Frau hinter mir sagte, das ist einfach zu dumm. Also ich finde das total uninteressant. Also die Dummheit ist langweilig. Die gibt's, ja. Und finde ich nicht spannend. Also ich finde das andere interessanter und auch, ich will nicht sagen, dass das ist nicht besonders revolutionär, das hat es immer gegeben. Also wenn man sich an die Briefkultur des 19. Jahrhunderts zum Beispiel erinnert, zwischen Männern und Frauen, also was man, kann man ja alles in die Bibliotheken gehen und nachlesen. Und das ist durch die Blogs eigentlich auch wieder so reaktiviert worden, also der auch intellektuelle Austausch zwischen Männern und Frauen. Punkt. Ja, also Dummheit ist irgendwie dumm, das ist okay. Passend dazu auch nochmal zu der Geschichte mit den Klickzahlen aufgrund bestimmter Darstellungen auf bestimmten Fotos. Das ist eigentlich auch eine dumme Aussage. Und zwar deswegen, weil sie schlicht und ergreifend nicht belegt ist. Und ich würde einfach auch das mal zurückfragen. Weil wenn man eine statistische Aussage trifft, die in dem Fall ja vorliegt, dann tut man das in der Regel seriöserweise, indem man eine Kontrollgruppe vorzuweisen hat, zum Beispiel. Ne? So. Und das ist einfach dumm. Also das ist das Dumme am Sexismus. Also Sexismus ist nur eine Schiene, um Dummheit zu transportieren. Und bei männlichen Kollegen kann man erwarten, dass sie faktisch argumentieren. Und diese Fakten, die wollen wir einfach sehen. Mikro. Wir wollen alle was davon haben. Als Kontrollgruppe schlage ich dann einfach nächste Woche vor, ein Foto von zwei knutschenden Männern und dann... Achso. Es ging, glaube ich, darum, dass die Männer, die knutschenden Frauen wollen, mal dir belegen, dass die wirklich so viel besser sind. Das war, glaube ich, dein Ansatz, ne? Ja. Dass sie dir das mal beweisen sollen, dass das wirklich so viel besser ist als andere Bilder. Okay, werde ich in Auftrag geben. Ja, ich würde dann gerne auch noch mal was dazu sagen. Ich nehme mal an, es handelt sich um eine Publikation und dementsprechend um einen Arbeitszusammenhang. Ne? Das sind dann immer noch ein bisschen andere gesetzliche Möglichkeiten, da zum Beispiel im Netz. Denn da geht es ja dann wirklich um Arbeitsrecht und Ähnliches. Ne? Wenn du dich dann wirklich auch meinetwegen sexuell belästigt fühlst, dann gibt es da rechtliche Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Und zweitens ist es auch eine Frage von Entscheidungsmöglichkeiten. Also einfach nur darum zu bitten, es das nächste Mal anders zu machen. Ich weiß nicht, inwiefern du da Möglichkeiten hast, auch wirklich zu sagen, ich will das so nicht und wie dann Entscheidungen getroffen werden. Das ist ja dann auch die Frage, wie in einem Arbeitsgremium, wie viele Männer, wie viele Frauen, wer dort die Entscheidung trifft. Aber das hat weniger etwas mit dem Internet zu tun, als wirklich mit ganz realen Arbeitszusammenhängen in diesem Fall. Und da würde ich dann, so schön es dann da ist, darüber zu bloggen, da würde ich dann aber wirklich sagen, das ist ganz real, das ist Alltag und das hat mit Arbeitszusammenhängen zu tun und auch mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, im ganz schlimmsten Fall. Und da hilft es dann nicht einfach zu sagen, okay, ich mache das dann einfach nur publik, da müssen dann auch im realen Leben dann Konsequenzen folgen, vorausgesetzt, die sind gewollt. Das wollte ich nur dazu sagen. Da hinten. Jetzt
wollte ich gerade, bis das so lange wie das Mikro da hinläuft, wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass letztes Jahr ein Ergebnis der Konferenz, letztes Jahr war ja eine Bloggerinnenvernetzung, die die Mädchenmannschaft, glaube ich, mit angestoßen hat. Das soll dieses Jahr weitergeführt werden. Dazu gibt es morgen ein Treffen. Das findet um 18 Uhr statt. Soll das öffentlich, ich weiß gar nicht genau, wie öffentlich das gehandhabt wird, aber vielleicht möchtest du gern was dazu sagen. Kurz, wo und wann oder wie man da rausfinden kann, wem man schreiben muss. Da ist doch, Helga hat doch das Mikro gerade. Ganz kurz einen Termin, also, und dann bist du dran. Du darfst das, das Treffen ist um 18.30 Uhr im HBC hier in der Karl-Liebknecht-Straße 9, glaube ich. Und es sind auch durchaus andere Interessierte eingeladen. Auch Männer dürfen kommen und sich mit den Frauen unterhalten, mit den Bloggerinnen. Also das ist Helga Hansen, die auch bei der Mädchenmannschaft schreibt. Okay. Ja, ich wollte eine Anmerkung loswerden und eine Frage nochmal ans Podium stellen. Erstmal die Anmerkung, also meine Empfindung ist, dass Frauen doch schon ein wesentlich angenehmeres Kommunikationsverhalten haben. Sie hören mehr zu, sie sind nicht so aggressiv und nicht ohne Grund gibt es ja auch nur die männliche Form der Trolle. Also ich habe noch nicht gehört, dass eine Feministin gefordert hätte, man müsste jetzt Trollinnen sagen mit einem großen I oder so. Die Forderung ist, glaube ich, noch nicht aufgetreten. Nur man muss sich auch darüber im Klaren sein, Trolle sind Männer. Aber Männer oder Trolle gehen auf alles los. Wer gestern bei Sascha Lobo war, ich glaube, das hieß irgendwie How to Survive a Shitstorm, der weiß, da kommen dann mal irgendwie Kommentarspam mit 46.000-facher Auflage oder ähnliche Sachen. Ich glaube, da sind eure Sachen noch Peanuts dagegen. Also Trolle gehen auf alles los. Und dann natürlich auch auf feministische Blogs, aber auch auf andere und auch auf Männer und querbeet. Also das ist vielleicht gar nicht mal so ein Frauenphänomen, sondern eher ein Internetphänomen. Meine Frage wäre an euch, es kam vorhin so ein bisschen raus, ja, das Internet, das ist ja nicht diskriminierungsfrei. Im Internet können sich Frauen nicht so frei entfalten, wie Männer das können. Also ich habe es immer so empfunden, wenn ich einen Blog aufmachen will, kann ich das? Es gibt keine Redaktionsstube, in der irgendwie kontrolliert wird von Männern, was wird veröffentlicht. Es gibt keinen Fernsehrat, der irgendwie Männer dominiert. Es ist einfach, ich habe meinen Kanal, der ist offen. Ich kann bloggen und kann loslegen, ich kann lostwittern. Ich kann mich bei Flickr, bei YouTube, überall kann ich veröffentlichen. Und jetzt kam so ein bisschen euer Alpha-Blogger-Bashing. Oh, wir sind ja alle nicht relevant und ach nee, vielleicht ist ja auch diese Top-Charts-Nummer gar nicht für Relevanz angemessen. Und dann kamst du und sagtest irgendwie so, ja, 2/3 der jungen Frauen stellen ja alle Bloggerinnen, aber vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht, das war ein bisschen faktenlos alles. Da ist meine Frage einfach, ist es denn wirklich so, brauchen wir irgendwie ein Antidiskriminierungsgesetz im Internet oder ist das Internet, ich meine, es ist doch offen, jeder kann bloggen, jeder kann sich, mal abgesehen von den Trollen, die sind böse, klar, sind die Männer, zugegeben, aber wo liegt die Diskriminierung, wenn ich bloggen will? Ich fange mal an und einfach nur mit dem Hinweis, dass wir auch durchaus weibliche Trolle haben, also Trollinnen. Also wir haben auch zwar von der Prozentzahl nicht so viele, aber wir haben auch immer wieder Gezeter von Frauen, die wirklich unter aller Sau teilweise bei uns posten, teilweise einfach auf Krawall aus sind. Ja, also ich würde nie behaupten, dass bei uns nur Männer trollen, definitiv nicht. Und ich finde auch, dass es ein Unterschied ist, ob ich irgendwie so einen Troll habe, der halt irgendwie frei dreht und die Leute irgendwie beschimpft, oder ob ich darauf reduziert werde, dass ich eine Frau bin und mir dann oder andersrum Männer, also oder ob ich auf mein Geschlecht reduziert werde. Also es ist dann egal, ob den Männern gesagt wird, du bist bestimmt schwul, oder den Frauen gesagt wird, kriegst du deine Tage oder was. Ich finde, dass das ein Unterschied ist in dem, was da, das sind Trolle und natürlich kann man sagen, ignoriert die doch einfach. Also wir hatten diese Diskussion ja intern auch, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Wie ernst muss man das nehmen? Das ist natürlich eine Haltung, die man dazu haben kann. Meine Haltung ist, dass es eine andere Qualität hat, wenn es auf dieser sexistischen Ebene stattfindet, genauso wie es eine andere Qualität hat, wenn es auf einer rassistischen Ebene zum Beispiel stattfindet. Und zum Rest kann vielleicht Klaus besser was sagen. Also zu dem 1/3, 2/3, ich habe jetzt hier die Fußnoten nicht zitiert. Das fand ich jetzt nicht den angemessenen Ort. Kann man aber nachliefern, wenn es gewünscht wird.
Und vielleicht auch nochmal zum Umgang mit den Trollen oder mit der Frage, wenn der Chat hier jetzt aus dem Ruder gelaufen ist, das ist ja vielleicht auch eine gute Strategie, nicht mit diesen Leuten, sondern über diese Leute zu reden. Das ist vielleicht schon mal der erste praktische Umgang damit, um sich nicht die Schuhe anzuziehen, die da sozusagen die Agenda aufdrücken. Ne? Das ist ja so das Problem, dass man sich da die Agenda der anderen aufdrücken lässt und eigentlich was ganz anderes machen möchte, eigentlich einen Austausch hinkriegen möchte, eine Kommunikation oder was auch immer, und das durch dieses Phänomen des Internets. Insofern würde ich dem zustimmen, dass das schon ein wesentlicher Teil auch der kontextlosen, Kommunikation ist, die da stattfindet. Aber ich würde mich auch dem anschließen, dass es also im Prinzip kann ich ein bisschen was abgewinnen der Argumentation, dass das überall stattfindet, aber zum anderen ist es halt auch für diejenigen kein Trost, die damit konfrontiert sind. Ja, also das ist halt einfach unangenehm. Und die Frage, wie man damit umgeht, das ist sehr schwierig, sozusagen das allgemein ein Verhaltensrezept daraus abzuleiten, wie man damit umgehen kann. Also das ist, glaube ich, das Problem bei der Sache. Helga möchte was sagen. Ja, ich wollte noch kurz was dazu sagen. Auf der einen Seite sind ja vielleicht 2/3 aller Leute, die im Internet bloggen, weiblich. Das haben wir aber auch schon gehört, viele davon bloggen eher für sich und für ihre Freunde. Und ich glaube, es ist wirklich ein großer Unterschied dann ist, ob man sich eben auch darüber hinaus dann orientiert. Und da ist dann schon wieder so eine Hürde da, dass viele Mädchen dann eher denken, oh nein, nachher kommt einer an, der ärgert mich und ich muss mich sowieso schützen, das wird uns jeden Tag eingebläut, zieh keine zu kurzen Röcke an, schmink dich nicht zu aufreizen, pass auf, wo du längst gehst, was du trinkst, pass immer auf, immer, immer, immer. Und das ist natürlich auch im Internet so. Und wenn ich noch das Gefühl habe, ich bewege mich im sicheren Rahmen, dann kann ich das leicht machen. Sobald ich aber das Gefühl habe, dass ich darüber hinausgehe, dass es vielleicht die große, unheimliche Welt dann wirklich ist, die auf mich wartet, dann hat das schon wieder eine ganz andere Qualität und da überlegt man auch selber. Also ich glaube, das kennen wir auch, das haben wir gestern auf dem Panel schon besprochen, da überlegt man sich auch wirklich auch, was man schreibt, ob man dann die drastischen Wörter nimmt oder ob man sich dann doch ein bisschen zurückhält und das ist dann schon ein anderer Unterschied. Das Internet ist natürlich frei, aber im Zugang, aber eben nicht so frei, wie wir das manchmal denken. So, und solange das Mikro da hinten hingeht, nur ganz kurz Anmerkung, dass es auch, wurde mir jetzt irgendwie per E-Mail, ich weiß nicht, wie offiziell das schon ist, dass es zum Beispiel eine Initiative gibt gegen die Impressumspflicht auf Webseiten, die von Frauen initiiert wird, eben genau aus dem Grund, dass es einfach zwar auf einer Seite, ja, dieses schützt dich, und weil es aber eben auch wirklich genug Irre da draußen gibt und da muss halt nur einer mal durchdrehen, sozusagen. Und ja, so das nur so im Nachgang nochmal. Ich denke, da werden wir auch noch was hören oder das wird sich noch durch die Blogs fortpflanzen, nehme ich mal an. Wer ist jetzt? Okay, ich wollte nur mal kurz was sagen, weil wir haben vor genau ungefähr einer Woche unser grünes Männermanifest hochgeladen. Ich habe daran mitgewirkt und ich muss schon sagen, dass von den Reaktionen her, die man gerade selber bekommt, fühlen sich bei solchen Diskussionen gerade viele Leute angesprochen, auch aus der Szene, die sich sonst seltenst dazu positionieren. Also es ist nicht nur der klassische Run quasi von den Üblichen, die dann schreiben, du schwule Sau und ich weiß nicht was, sondern es gibt wirklich auch von vielen Leuten, wo man sonst häufig sehr sachliches Feedback bekommt und wirklich Reaktionen, die wirklich schlimm sind zum Teil, und finde das wirklich nochmal auch bei im Vergleich zu sonstigen Diskussionen, sei es um Politik oder ich weiß nicht was, provoziert das nochmal, finde ich, deutlich stärker. Ich wollte mal die Frage von dir, war das, glaube ich, aufgreifen, weil ich fand, sie war nicht genügend beantwortet. Du hattest die Frage gestellt, wenn ich recht zusammenfasse, ob es ein Breitenproblem ist. Also ob eine Frau per se ein Problem damit hat, in Deutschland im Web aktiv zu werden als Bürger dieser zweiten Lebenswelt, wenn man so will. Meine Hypothese ist nein.
Das halte ich, also es gibt Ausfälle, ganz klar, aber die Frage, die hier im Raum stand, war, dass wir nicht in einer Welt leben, in der ein großes männerdominierte Institution irgendwie Blogs durchliest und filtert. Und dieses Bild wird so ein bisschen hier dargestellt durch Ausfälle, die sicherlich durch Einzelne kommen. Wollte ich noch mal fragen, ist es wirklich ein Breitenproblem, dass man in Deutschland als Bloggerin ein Problem hat zu bloggen? Manche. Also die Frage ist schon beantwortet worden. Man kann das so sagen, wahrscheinlich nicht generell für alle, weil es die Frauen auch nicht gibt, sondern mit bestimmten Positionen und bestimmten Themen kommen offensichtlich bestimmte Reaktionen, die einen nicht ermutigen, in dieser Weise weiterzumachen. Und manche, die sich überhaupt nicht zu diesen Themen äußern werden, werden vielleicht mit sowas nicht vorrangig konfrontiert oder finden das dann eher im Alltag wieder. Das finde ich eben auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Im Prinzip ist das keine Internetfrage. Es ist eigentlich eine grundsätzliche Frage, die im Internet dann unter den bestimmten technischen Bedingungen des Internets ihren Ausdruck finden, der eben Kontextlosigkeit in der Kommunikation bedeutet und damit auch eine bestimmte Zuspitzung ermöglicht. Insofern, und das macht die Geschichte auch unangenehm. Ja, natürlich. Ich würde da gern kurz was zu sagen und ich würde auf jeden Fall sagen, es ist kein Breitenproblem, sondern es ist ein Relevanzproblem, weil wenn man sich halt anschaut, wahrscheinlich die ganzen Frauen, es sind 2/3 Frauen, ne? Aber wie viele von den Leuten, die wirklich bekannt sind aus dem Internet, sind denn dann Frauen so? Und das ist halt auch so ein Verlinkungsproblem. Ich glaube, diese Blogcharts werden irgendwie so aufgebaut, dass halt gezeigt wird, auf welche Blogs am meisten verlinkt wird und das ist halt auch so ein Problem. Ich glaube, diese Leute, die in diesem Blogchart sind, verlinken immer aufeinander und falls da mal irgendwie so eine Frau kommt, verlinkt die vielleicht auch auf diese Blogs. Die Blogs verlinken aber nicht zurück und das ist halt auch so ein Problem von diesen Blogcharts, glaube ich. Gerade wenn es am schönsten ist, muss man aufhören. Ich wollte das einfach nochmal sagen, dass das... Das Problem ist, wir kriegen massiv signalisiert, dass wir das Ende der Zeit erreicht haben. Ich finde das sehr schade, weil es jetzt richtig gerade in Schwung kommt und das Fragen sind, über die es noch viel zu sagen gäbe, wo ich gern viel zu sagen hätte und ihr sicherlich auch. Und ich kann aber einfach nicht mehr weitermachen. Genau, also wer das gerne noch weiter diskutieren möchte, ist herzlich eingeladen, das dann unten oder vor der Tür noch zu machen. Ich bedanke mich für euer Interesse. Ich hoffe, es hält an und vielleicht können wir dann nächstes Jahr an dieser Stelle weitermachen.